Die Flame Towers sind ein berühmtes Hochhaustrio in der Skyline von der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku. Auch wenn es nicht danach aussieht, sind die drei Gebäude unterschiedlich hoch. Mit einer Höhe von 182 Metern ist der höchste der drei Tower tatsächlich auch der höchste Wolkenkratzer in ganz Aserbaidschan. In den Türmen befinden sich sowohl private Apartments als auch große Bürokomplexe von Firmen und Konzernen wie beispielsweise Lamborghini. Außerdem, und da wird es interessant für uns normale Leute, dient einer der Türme als Hotelkomplex. In den Hotelturm kann man einfach hineinmarschieren. Wenn man das Foyer des Hotelturms betritt, befindet sich auf der linken Seite der Aufzug zum IMAX-Kino. Auf der rechten Seite hingegen sind die Aufzüge zu den Hotelzimmern. Über ein Zahlenfeld kann man die Etage eingeben, in die man fahren möchte. Einige Etagen sind blockiert, aber schlau wie wir sind, haben wir herausgefunden, dass in der Etage 19 die Lobbybar des Hotels ist. Tippt man also die 19 ins Zahlenfeld ein, öffnet sich der Aufzug problemlos. Dem Mann, der uns etwas verwundert in Empfang genommen hat, haben wir gesagt, dass wir von der schönen Aussicht gehört haben und gefragt, ob wir sie selber einmal sehen dürfen. Natürlich war das Ganze kein Problem. Mindestens genauso spannend wie die Aussicht von hier oben über die Stadt und das Kaspische Meer ist aber die Lichtershow, die von über 10.000 LEDs jede Nacht auf den Fassaden der Türme abgespielt wird. Neben der bekannten Feueranimation kann man hier auch die aserbaidschanische Flagge im Großformat bewundern. Ein wirklich beeindruckendes Schauspiel. Natürlich auch 5 Euro Eintritt bezahlen und den Maiden Tower besteigen können. Aber warum, wenn man auch gratis in die Flame Towers hochfahren kann?